Tyler Schücks hat ein Video hochgeladen, warum ich das Video mit der militanten Veganerin nicht hochlade. Ich bin mal gespannt, weil ich habe jetzt mitbekommen, dass Raffaela, also die militante Veganerin, die ich eigentlich cool finde, jetzt irgendwie so ein bisschen exposed wurde, weil da irgendwie sie echt weirde Dinge in ihrem Discord geschrieben hat. Irgendwie Sachen, die man auch kind of transphob, transfeindlich aufnehmen kann, dies, das. Ja, und also sie hat ein paar Nachrichten gedroppt, die auf jeden Fall, ja, nachdem man ihr ein bisschen kritischer entgegenguckt. Hallo. Ach Leute, hallo. Das lief alles nicht so, wie es sollte. Ich habe so schön geplant. Jetzt sitze ich hier wieder mit einem iPhone, was ich auf meiner Fensterbank abgestellt habe, mit semi-gutem Tageslicht, ohne Mikrofon. Und das war alles ganz anders. Und ich erzähle euch jetzt, wie und warum es nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Und warum ich jetzt wieder hier mit meiner 2 MP, 4K, 360 MP Technik... Keine Ahnung. Aber ich sag euch, warum ich jetzt hier wieder mit meiner Low-Quality-Scheiße bin. Oh, das klingt dramatisch. Das erste Mal habe ich ein YouTube-Video-Dreh organisiert, der nicht auf Qualität von einem YouTuber 2012 ist. Ich habe ein YouTuber 2012, Alter. Simon Desiu, Hichem, Sascha. Oh, wie heißt der nochmal? Also Dima, Lined, KF, Dagi, Paola. Ich glaube, ist das hier Shirin sogar, Freunde? Ist das Shirin? Oh, wer heißt er nochmal? Ich kenn ihn doch. Alex Wie oder sowas? Nee, das war wer anders, glaube ich. Nee, Alex Wie ist wer anders. T-Zone! Ja, Mann, T-Zone, genau. Guter Call, Freunde, T-Zone. Ich glaube, das ist sogar Shirin. Alter, Digga, diese Zeiten. Ich habe ein Studio gemietet. T-Tech, T-Zone, alles dasselbe. Ich hatte einen Gast in meinem YouTube-Video, den ich noch nie getroffen habe. Was für mich neu war. Das ist so ein Ding, ihr wisst, ich bin so ein Comfort-Mensch. Ich mag meine kleinen Routinen. Ich mag es, alleine hier zu sein. Und wenn ich jemanden auf den Kanal hole, dann jemanden, den ich kenne. Jemanden, mit dem ich mich sehr, sehr wohl fühle. Und dann... Ich finde es übrigens krass, wie Kyla es schafft, einfach nur zu labern 15 Minuten. Und es ist irgendwie unterhaltsames Video so. Das ist doch geil. Kyla ist echt eine Queen, muss man echt sagen. Das erste Mal nicht so. Ich meine nicht, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe, sondern ich habe jemanden eingeladen, den ich noch nicht kannte. Und auch überhaupt nicht viel per Instagram oder so kommuniziert habe mit der Person. Ach, mit der Person. Es geht um Raffaela, die militante Veganerin, die ihr vielleicht schon gesehen habt. Diese verrückte Olle. Verrückt. Sim. Nee, warte mal, wie nennt man das? Das nennt man Starstruck, glaube ich so. Wenn man auf jemanden simmt quasi, aber nicht auf die Person, dass man sagt, boah, ich möchte jetzt mit der zusammenkommen, sondern eher so ein, boah, ich finde, was sie so künstlerisch macht, cool. Das ist so Starstruck, glaube ich. Wenn, dann habe ich das auf Kyla. Weil ich mag ihren Content echt gerne. Das ist geil. Der Olle nicht in dem Sinne, was sie vertritt, sondern in dem Sinne, dass sie sich zum Beispiel in Unterwäsche oder Kuhkostüm einfach mit so Schildern irgendwo auf die Straße stellt, wo 1000 Leute... Das ist auch einfach funny, muss ich... ...um sie herum sind und sie es einfach durchzieht. Vielleicht kennt ihr sie von eurer For You-Page, wie sie 10-Jährige anschreibt. Vielleicht kennt ihr sie... Aber true, ist halt so. ...von eurer For You-Page, wie sie militant über Veganismus aufklärt. Ich bin ja selber auch vegan. Was ist das für ein... Ist das so ein Statement von mir? Nach einem Satz? Würde ich damit sagen, cool? Ich bin vegan. Ich bin an 3 von 7 Tagen in der Woche vegan. Cool. Nonverbale Kommunikation. Auf jeden Fall war sie die Gästin bei mir. Und ich hatte... Warte. Bevor ich den Kommentar lese, ich bin dann nicht vegan, ich bin plant-based. Weil vegan ist eine Lebensphilosophie. Und das bin ich dann nicht. Da muss ich dann sagen, nee. Der meine Videos... Warte mal, wer ist jetzt ihr? Auf höchstem Niveau. Auf jeden Fall war sie die Gästin bei mir. Und ich hatte Pepe, der meine Videos auch schneidet. Ich hatte ihn extra eingeflogen aus Dubai. Pepe wirkt für mich wie ein Dubai-Mensch. So einer, der würde in Dubai chillen. Hm, gefällt mir nicht. Kündigen. Chill zum Dubai, Pepe. Wilde Unterstellung hier. Ich war noch nie in Dubai und ich chille hier gerade auf meinen 27 Grad Wettern in Berlin und es regnet. Pepe kam extra in das Studio, um zu filmen, um uns zu verkaufen. Er chillt in seinen 27 Quadratmetern. Kyla, gib ihm ein bisschen mehr Lohn, damit der Mann sich ein bisschen mehr Wohnung leisten kann. Ich habe den Ton zu machen, wir hatten beide Mikrofone so hier dran, wie in einem richtigen Fernsehen. Boah, als ich damals mit Kyla gedreht habe, 2019, ja, war auch so, ich war ja mit Rezo da. Und dann haben wir halt so auch so Licht aufgebaut und auch so eine Tonangel hatten wir dabei, mit Verlängerungskabel, dies, das, dass halt das Mic recht nah am Mund ist und sowas. Und sie so, ja, ich hätte jetzt eigentlich mein internes Kameramikrofon benutzt. Wir beide so, was? Das interne Kameramic, das ist so scheiße. Und sie benutzt es immer noch, die filmt ja immer noch mit dem iPhone. Es ist ja wirklich, es ist ja komplett scheißegal. Aber das macht sie irgendwie aus, dass es ihr komplett scheißegal ist. Interview. Licht hatten wir. Alles, was man sich vorstellen kann, um ein wundervolles Video zu machen. Professionell, würde ich sagen. Oha! Und mein Ziel war es... Warte mal, war da Oinki? Na, ist nicht Oinki. Ich habe auch so ein Kuscheltierschwein, das ist Oinki, aber es sieht anders aus. Das ist nicht Oinki. Professionell, würde ich sagen.
Und mein Ziel war es, Raffaela eben als Raffaela zu zeigen und zu zeigen, dass ihr wirklich einfach Tiere sehr, sehr am Herz liegen. Und diese ganzen Vorurteile, die auch sie teilweise um ihre Person kreiert und über auch den Veganismus, wollte ich so ein bisschen zur Seite schieben und darüber reden, was wirklich zählt und warum sie das wirklich macht. Auch ein paar Sachen kritisieren oder ansprechen, bei denen ich einfach als Veganerin nicht ganz zustimme. So, jetzt denkt ihr euch, was ist passiert? Habt ihr euch gestritten? Habt ihr euch angespuckt? Habt ihr euch verprügelt? Nein, haben wir nicht. Leider, das ist ja die Scheiße noch daran, das war ultra cool. Also ich habe es als sehr, sehr cool empfunden. Okay, bedeutet, ihr Dreh war ultra nice, aber wahrscheinlich kam danach, dass dieses Exposed-Video über Raffaela, wo sie halt wirklich nicht so coole Sachen gesagt hat und geschrieben hat, muss man ganz ehrlich auch sagen. Aber darüber wird keiner uns wahrscheinlich gleich aufklären, was da genau passiert ist. Ich habe mich echt gut mit ihr verstanden. Auf Anhieb war sie ultra sympathisch. Sie hat den wirklich, Leute, ich muss euch sagen, sie hat den Scheiks-Humor verstanden. Sie ist so drauf angesprungen. Ich habe sie ein bisschen geroastet. Sie hat es voll gecheckt. Wir waren im Vibe. Wir hatten einen Vibe. Ich hatte so ein paar süße Fragen mir überlegt. So ein paar Icebreaker-Sachen. Es war wirklich eine kleine süße Situation. Und ich will euch hier so einen kurzen Einblick davon zeigen. Ganz kurz, Leute. Ich habe das jetzt an sich umsonst gemietet, den Bums. Ich will euch nur ganz kurz zeigen, wie das so aussah und was ich meine, okay? Hier. Wie sieht für dich ein perfektes Date aus? Gemeinsamer Einbruch ins Schlachthaus, Zutreffen. Mann, Raffaela, das sollen jetzt Fragen sein, die nicht zu diesem Thema zu... Das wäre aber actually funny auch. Oder beim ersten Date, wo zusammen einbrechen, ist doch funny. Doch, das ist auch lustig. Ist eine Story, muss man sagen. Donau. Entschuldigung, aber das kannst du von mir nicht erwarten. Gemeinsamer Einbruch ins Schlachthaus und Tiere retten. Und dann 4 Stunden lang gegen Sonnenuntergang fahren, bis man den Lebenshof erreicht. Kannst du dir das Romantischeres vorstellen? Ja, so ein Kinobesuch. Na, Kyla, komm mal. Also Schlachthaus, Tiere retten? Oder Kinobesuch. Klar, Schlachthaustiere ist auch jetzt ein wildes Beispiel. Aber ich würde sagen, sogar Schlachthaustier retten ist cooler als Kinobesuch beim ersten Date. Also, Kinobesuch ist ab 3. Date erlaubt. Aber beim ersten, nee. Oder so. Kann man natürlich machen, wenn man langweilig sein möchte. Oh, okay. Persönlich. Eines der coolsten Dates, das ich je hatte, da war ich am Oktoberfest, damals, als ich das noch cool fand. Und da waren wir in der Nacht so aufgedirndelt hingegangen und haben im Bierzelt, wir haben uns einfach irgendwo reingeschlichen, weil es war eigentlich extrem voll und saßen plötzlich auf so einem Business-Tisch mit so Business-Leuten. Mhm. Und die waren alle so eher so stocksteif, aber haben uns halt total viel Bier ausgegeben, weil wir so jung waren. Ja. Keine Ahnung was. Kennst du diese drehende Sombrero dieses Fahrgeschäft? Ja, ja. Ich habe das noch nie vorher gemacht. Und dann war ich so, komm, und hat mich einfach reingezerrt, so. Und kurz bevor... Ja, natürlich eine Straftat beim ersten Date, beste Leben. Sorry, Chat. Klar, ist nicht legal, so irgendwo einbrechen. Aber komm, im Sommer beim ersten Date zusammen ins Schwimmbad einbrechen. Sorry, aber das ist geil. Klar, selbst wenn du danach irgendwie rausgeworfen bist, Hausverbot bekommst, keine Ahnung, Strafe zahlen musst, ist doch geil. Juckt, Alter. Bevor es halt angefangen hat, sich zu drehen, ich war so, ich kotze gleich, wenn wir das machen, ich kotze gleich. So, aber bevor du kotzt, können wir uns ja noch küssen. Und dann haben wir kurz rumgemacht und dann ging's los. Und ich habe nicht gekotzt. Es wäre noch lustiger, wenn du tatsächlich gekotzt hättest. Ich hab's dir gesagt, das war es. Was wäre das? Wäre die beste Story. War das einer von den Businessmännern? Nee, das war irgendein Typ, den ich ertindert habe. Also es war ultra entspannt, es ging gut los. Im Verlauf des Videodrehs hatte ich halt meine Fragen vorbereitet, okay? Könnt ihr euch vorstellen, Kyla Shikes war vorbereitet auf ein Video. Wild. Happy New Year! Sobald es ein bisschen kritischer von meiner Seite aus wurde, als ich so Dinge wie den Rassismusvergleich oder den Holocaust-Vergleich, den sie manchmal macht, angesprochen habe, da wurde sie auch direkt, hat man gemerkt, ein bisschen emotionaler, ein bisschen lauter, ja, so ein bisschen hitziger einfach. Ja, ich verstehe auch zum Teil, wenn man etwas sehr stark vertritt, dass man das äußert. Ich bin selbst wirklich, ich bin Feuer und Flamme für manche Dinge. Ihr wisst doch, wie ich werde, wenn ich manchmal ein bisschen sauer werde. Ich bin ja auch vegan. Also ich bin jetzt... Chat übrigens, Kyla hat sich ja die Augenbrauen gebleached, ne? Und am ersten Moment war es so, oh, also... Ist halt natürlich ungewohnt, dass plötzlich irgendwie so das, was man bei einer Person immer kennt, plötzlich so weg ist, dies, das. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich finde es richtig cool. Ich finde, es sieht richtig cool aus. Kennt ihr das, wenn, also, das ist wie so ein Song, den man beim ersten Mal so, ja, ist halt ein Song. Und beim sechsten Mal, wenn man ihn guckt, so, boah, Alter, geiler Song. Hatte ich zum Beispiel beim Song Nachbeben von Alligator. Beim ersten Mal war so, ja, cooler Song von Alligator. Beim sechsten Mal, Bruder, dieser Text, Mann, deep. Geiler Song. Jetzt niemand, den sie auf der Straße überzeugen muss und auf den sie sauer ist, weil die Tiere ins Schlachthaus schickt. Alter, hör auf, SimCot 69. Ach, 99, sorry. Ja, aber Mann, wenn ich was cool finde, dann sage ich das auch. Was soll ich machen? Weil sie weiß ja, ich bin vegan. Wo es ein bisschen unangenehmer wurde, war, als sie herausgefunden hat, dass Pepe kein Veganer ist, war sie schon echt unfreundlich zu ihm. Also hinter der Kamera einfach.
Oh, das finde ich, muss ich aber sagen, wack. Weil, guck mal, es gibt ja auch Leute, mit denen ich nicht übereinstimme, deren Meinung teilweise, ne? Wo ich sage, ey, Digga, ich habe eine andere Meinung. Auch von meinen engsten Freunden sage ich, ey, ich habe eine andere Meinung. So, aber dann mag ich die Person ja trotzdem noch. Und dann so unfreundlich zu jemandem zu sein, weil der nicht vegan ist, ist so, weiß nicht, Digga, weiß nicht. Hat nicht mehr wirklich mit ihm geredet, beziehungsweise als sie mit ihm geredet hat, war sie ziemlich unfreundlich, hat ihm auch nicht Tschüss gesagt. Bevor sie das wusste, war sie auch zu ihm nett und freundlich. Ja, aber guck mal, das ist doch wack. Das ist doch wack einfach. Nee. Also ich weiß nicht. Die spielt es halt nicht. Also die lebt es halt wirklich so, wie sie in ihren Videos dann unfreundlich wird zu Leuten und sehr, sehr direkt ist, wenn die keine Veganer sind. So war sie auch hinter der Kamera. Ich wusste ja schon, dass sie alle Leute, die nicht vegan sind, aus ihrem Kreis gebannt hat, obwohl sie auch erst seit 2 Jahren vegan ist, dass sie auch hinter der Kamera zu jemandem... Warte mal, die militante Veganerin ist erst seit 2 Jahren vegan? Boah, und dann so Leute kacke zu finden, weil sie nicht vegan sind, ist so... Weiß nicht, was ist seit 2 Jahren... Vor 2 Jahren auch nicht. Also, weiß ich nicht. Also, generell unfreundlich zu Leuten zu sein, nur weil sie nicht dieselbe Ideologie haben, auch schwieriges Thema, aber weiß ich nicht, Digga. Den fühle ich jetzt gerade nicht so, den Take. Jemand, der jetzt nicht direkt einen Bezug zu ihr hat, unfreundlich wird, weil er nicht vegan ist. Wir waren halt zu viert auch. Wisst ihr, es war natürlich ein bisschen unangenehm. Wir waren wirklich zu viert. Es waren ich, Pepe, ihre Kamerafrau und sie. Es ist nicht mein Standpunkt, dass wenn man in allen Dingen und Überzeugungen nicht gleicher Meinung ist, man schlechter miteinander umgehen muss. Ja, vor allem, dann hat man ja gar keine Freunde mehr. Also, ich würde jetzt mal den Take droppen, dass jeder meiner Freunde irgendwas hat, was ich sage, boah. Oder wo der irgendeine Meinung hat, boah, da stimme ich dir nicht überein. So, ich bin eine andere Meinung. Oder ich würde das anders machen. Ich würde das anders sehen. Ich würde das, wie auch immer. Und dann könnte ich ja mit gar keinem mehr chillen. Voll das stressige Leben. Natürlich drauf. Also, es bockt ja gar nicht. An, wie extrem diese Sachen sind. Für sie ist ja Fleischessen eben sehr extrem. Aber gut, das war so die Situation, dass ihr das ein bisschen versteht. Es gab super coole Momente. Insgesamt war ich voll happy mit dem Video drehen. War so, ey, komm, Kyla. So, ich habe ja selber auch... Ich habe auch Dinge gemacht, die ich an mir selber kacke finde. Also, dann dürfte ich ja mit mir selber nicht chillen. Also, boah, es wird gerade kurz ein bisschen deep. Ich probiere zwar gerade, mein bester Freund zu werden. Das ist so ein bisschen Therapy-Shit und sowas. Aber trotzdem finde ich Dinge, die ich getan habe, selber an mir ja kacke. Da müsste ich mich ja dauerhaft auch selber scheiße finden. So, nur weil ich Dinge gemacht habe, die ich kacke finde an mir, heißt ja nicht, dass ich mich selber kacke finde. Das sind nämlich 2 verschiedene Sachen. Und so muss man das auch auf andere Menschen beziehen. Du hast was Cooles gemacht, das wird ein gutes Video. Ah ja, und true. Das Leben wäre halt übertrieben lame, wenn man sich nur noch mit Leuten umgibt, die dieselben Meinungen haben. I mean, jeder labert dasselbe. Ja, wow. Spannendes Leben, Digga. Und dann bam. Dann kam der Downer. Oh Mann, habe ich dann ein paar Nachrichten bekommen, die mich ein bisschen besorgt haben. Und zwar hat dieser Mann, wie heißt denn der jetzt? Gar kein Disrespect an diesen netten Veganer hier auch. Der hat nämlich ein Video gemacht, in dem er Raffaela exposed. In dem er ein paar Sachen rausgekramt hat, die leider ein bisschen problematisch sind. Vielleicht zeigt sie ja noch, da muss ich nicht noch weiter erklären, was da passiert ist. Ein paar von euch haben mir geschrieben, hey, überleg dir bitte nochmal, ob du ihr wirklich deine Plattform geben willst, weil auch wenn Veganismus ultra wichtig ist, das ist halt nicht wirklich vertretbar. Und ich glaube auch nicht, dass es deinen Werten entspricht. Und da habt ihr auch vollkommen recht. Ihr könnt euch das Video von ihm sehr gerne ansehen. Aber ich sage euch in Kurzfassung ein paar Sachen, die da halt thematisiert werden. Sie hat da leider ein paar Sachen geäußert, die absolut nicht mit meinen Werten vereinbar sind. Die Äußerungen haben sich auf Trans-Menschen bezogen und generell Leute aus der LGBTQ-Plus-Community. Ja, als auch eine Sache, die ich auch sehr wild fand, da war so ein Catcalling-Spruch. Ich meine, irgendwer hätte gesagt, also nicht so Catcalling, aber so ein Spruch, den man nicht sagen sollte zu Frauen. Irgendwie sowas wie, Bodos geile Titten. Und hat sie was so geschrieben, ja, du kannst das von mir aus einfach Frauen sagen, ist doch ein schönes Kompliment. Und ich denke mir so, Raffaela? Nein, das sollte man nicht einfach so zu Frauen schreiben. Klar, zu der Freundin ist es ein cooles Kompliment, aber zu einer random Person sollte man nicht einfach random schreiben, du hast geile Titten. Oder sagen. Auf der Straße nennt man das Catcalling, dafür gehört man einmal gehauen. Na, dann war so, weil vorher dachte ich auch so, ey, Raffaela, eigentlich Queen, klar, krasse Ansätze, also sehr strikt, sehr militant halt. Aber an sich, coole Frau, dachte ich. Aber danach war ich so, muss das sein? Nee. Auch generell einfach auf Frauen und Dickpics. Sie hat zum Beispiel geäußert, dass Dickpics nicht strafbar gemacht werden sollten. Oder... Ja, das dachte ich mir auch so, hä? Nein, auch ich will keinen Dickpic bekommen. Catcalling relativiert und gesagt, dass es okay ist und man es als Frau als Kompliment sehen soll. Man sollte wohl laut ein Kompliment machen können. Und ich... Ja, man kann zum Beispiel sagen, hey, du hast hübsche Schuhe. Das kannst du jemandem sagen. Ihr habt meinen schönen Schuhepass. Das dürft die Frauen sagen. Oder Männern, oder wem auch immer. Aber sagen, ey, du hast geile Titten, das solltet ihr Leute nicht auf der Straße sagen. Ja, ja. Ich bin so, Digga, komm schon. Also das ist, ihr wisst, mit dem Scheiß
da kommst du bei mir auch nicht weit. Also da hätte ich mich mit ihr mal gerne drüber unterhalten, warum Catcalling und Dickpics absolut nicht okay sind. Ich glaube, mit euch muss ich da nicht drüber reden, weil ihr seid alle meine Schlauen. Auch dieser Bezug zum Rassismus und Holocaust. Dazu kommen noch ein paar andere Punkte. Könnt ihr euch das Video ansehen, wenn es euch interessiert. Das war alles so ein bisschen, boah, da dachte ich mir so, sie hat mir echt oft gedankt in dem Video, dass ich ihr eine Plattform biete, obwohl sie wegen ihrem radikalen Veganismus so umstritten ist. Und das war genau das, was ich auch in meinem Trends 2022 Video gesagt habe, dass ich es nicht als radikal empfinde. Schwiewuowe. Bruder, du wurdest mir hier gerade als verdächtiger Benutzer mitgeteilt. Das habe ich noch nie gesehen. Du hast nur hey hey geschrieben, aber hier steht verdächtiger Benutzer. Bruder, was hast du in andere Chats geschrieben? Du wirst mal als verdächtiger Benutzer angezeigt. Animots, seht ihr das auch? Was sie macht bezüglich Veganismus, also dass sie sich dahinter... Ich habe da ja gesagt, ich finde Aktivismus super wichtig, vor allem in diesem Bereich. Man braucht Leute, die Grenzen überschreiten. Aber das hat sich auf den Veganismus bezogen und auf meine lieben Tiere, die ich beschützen will. Und darauf war das bezogen. Klar, Leute sagen, oh, Veganismus ist komplex, das ist alles nicht so einfach und so, aber ich finde, es ist schon einfacher, als sich Leute machen oder eingestehen wollen. Auf jeden Fall habe ich dann für mich drüber nachgedacht, kann ich dieses Video einfach so hochladen, unkommentiert? Nein, kann ich wirklich nicht machen, weil dann assoziiere ich mich ja mit einer Person, die potenziell transfeindlich ist. Ja, und das ist auch irgendwie nicht so geil. Selbst wenn man sagt, ja, Raffaella, die ist das und das gemacht, das ist auf jeden Fall sehr kritisch, aber man gibt dann ja eine Person eine Plattform, ja, die transfeindlich ist. So, also I mean, bei der Harry Potter-Diskussion sind wir gerade bei dem Punkt, dass viele Leute argumentieren, man darf nichts mehr mit Harry Potter konsumieren oder öffentlich bewerben, dies, das, weil das Harry Potter-Spiel von im Harry Potter-Universum ist und das auf dem Universum von J.K. Rowling beruht halt. Also so über drei Ecken soll man schon das Harry Potter-Spiel nicht mehr spielen dürfen. Und da würde man ja eine Person bewerben, die direkt transfeindlich ist. Also beim Harry Potter Spiel bewirbt man ja gar nicht J.K. Rowling, sondern nur etwas, was aus dem Werk von J.K. Rowling entstanden ist. Und in dem Kyler-Fall würde man ja direkt eine Person, ja, halt Props geben und eine Plattform bieten, die uncoole Sachen macht. Deswegen verstehe ich, dass sie es nicht hochladen möchte. Dann habe ich mir gesagt, gut, ich schreibe ihr mal. Und gerade weil gerade so viel Aufmerksamkeit auf ihr ist und sehr viele Leute... Oh, was? Oh. Ich bin nur auf die Antwort gespannt. ...ihre Position als radikal empfinden oder hassen, was sie macht, weil sie ihr Fleisch so doll lieben, ihre Tiere auf dem Teller, wollen bestimmt viele Leute ihren Ruf zerstören. Aber der Typ, der das Video zum Beispiel gemacht hat, ist ja selbst Veganer. Deswegen habe ich gesagt, gut, im nächsten Schritt, ich frage sie. Ich spreche sie darauf an und sage, hey, ich vertrete absolut nicht, was du in diesem Video da gesagt hast. Falls es von dir kommt, ich bin mir jetzt irgendwie unsicher, wie ich damit umgehen soll, wenn das wirklich von dir kommt. Und dann hat sie irgendwas in Richtung gesagt, du hast mich kennengelernt, du weißt, ich bin für alle offen und du weißt, ich würde niemals jemanden diskriminieren. Ich bin gegen Diskriminierung aller Art. Dann habe ich nochmal nachgehakt und gesagt, okay, aber hast du diese Sachen im Video denn gesagt? Kommen die nicht von dir? Darauf hat sie mir leider keine klare Antwort gegeben. Und ja, das heißt ja, die Sachen kommen von ihr. Das reicht für mich aus, zu sagen, wenn du mir nicht ganz klar sagen kannst, ich habe mit diesen Aussagen nichts zu tun, ich habe das nicht geschrieben, jemand versucht, meinen Ruf zu zerstören. Wenn jetzt irgendwer um die Ecke kommen würde und sagen würde, oh mein Gott, Kyla Shikes hasst alle Menschen mit pinken Haaren, dann würde ich direkt sagen, Leute, Bullshit, habe ich nie gesagt, das ist ein Fake-Account. Kann ich beweisen, der ist nicht von mir, etc. Weil das sind auch schwere Anschuldigungen, meiner Meinung nach, zu sagen, okay, du bist potenziell transphob. Gibt's eine Phobie gegen Leute mit pinken Haaren? Ich fände es hart, wenn das jemand von mir sagen würde. Und ich würde alles machen, um zu sagen, hey, boah. Oder sich zumindest von diesen Aussagen absolut distanzieren, zu sagen, das war vor 4 Jahren, ich war dumm. Man darf Dinge sagen und sie im Nachhinein nicht mehr so vertreten. Das ist ja, auf jeden Fall. Also, ne? Also es ist natürlich nicht okay, was sie da geschrieben hat, was sie da gesagt hat. Aber ganz for real, ich habe auch vor 5, 6 Jahren noch Sachen gesagt, wo ich heute zu da gedenke, Bro, gut, dass ich weitergelernt habe. Gut, dass ich mich verbessert habe als Mensch. Also, ganz ehrlich. Also, Chat, sind wir ehrlich. Wir haben alle vor 5 Jahren Takes gedroppt, wo wir jetzt mittlerweile sagen würden, kritische Aussage, Bruder. Safe. Haben wir alle safe gemacht. Und da braucht sich keiner von euch rausreden. Wir waren alle so. Das ist in unserer Gesellschaft so dieses Ding von wegen, oh, wenn du einmal in deinem ganzen Leben irgendwas gesagt hast, dann denkst du das für immer und deine Meinung kann sich nie ändern. Aber nein, Bullshit. Es war halt auch vor 10 Jahren noch okay. Oder halt, ja, ganz ehrlich, es war irgendwie vor 10 Jahren noch okay, einfach das N-Wort zu sagen als Weißer. Es hat niemanden gejuckt. Bruder, es gibt Let's Plays von großen Minecraftern, wie sie das Ding droppen. Und es hat niemanden gejuckt. So, und heutzutage würden die Leute sagen, ja, sollte man besser nicht mehr sagen. Man darf seine Meinung ändern über Dinge und man darf sagen, ey, was ich da früher gesagt habe, war Bullshit. Hat sie aber nicht. Und das ist sehr schade. Dann mache ich lieber ein Video, in dem ich euch erkläre, weil mir auch ultra viele schon deswegen geschrieben haben. Ist auch weird, dass halt
sie sich nicht davon distanziert? Also, Raffaella, warum sagt sie nicht einfach, ey, guck mal, das waren dumme Takes von mir, tut mir leid, ich denke jetzt anders drüber, ich distanziere mich davon. Dann wäre die Sache nicht geschehen, aber es wäre wenigstens so, okay, jetzt würde sie sowas nicht mehr sagen, aber wenn sie jetzt nicht sich distanziert, dann ist so, ja, also würde sie die Dinge immer noch behaupten, nicht so cool. Wann kommt das Video und haben sich auch voll gefreut, dass ich das Video leider nicht hochladen werde. Nach jetzigem Wissensstand nicht leider. Nach dem Wissensstand, den ich beim Videodreh hatte, ist es ein Leider. Ich will einfach niemandem eine Plattform bieten und die noch von dem positiven Aspekt beleuchten, was ich in dem Video auf jeden Fall gemacht habe, der in irgendeiner Art und Weise diskriminierend ist, weil... Ich muss übrigens sagen, Kylas Pulli ist auch wieder Queen Shit. Es reicht nicht aus, um zu sagen, wir beschützen die Tiere, wenn man solche... Aber so ein Pulli ist viel mehr Queen-Shit, wenn du ihn als Frau trägst. Als Typ wäre wieder auch weirde Vibes. Sachen sagt oder sich über Trans-Menschen lustig... Obwohl, kommt auf den Type of Guy vom Typen an. Es gibt auch Typen, die dürfen sowas tragen. Ich dürfte sowas nicht tragen, das wäre weird. Aber manche Typen haben so eine Energy, die dürften das wieder tragen. Macht und sowas, die halt da gemacht hat. Ich möchte, dass ihr euch wohlfühlt, wenn ihr meine Videos schaut. Und solche Aussagen gehen einfach überhaupt nicht klar und werden auf diesem Kanal... verbannt. Und auch wenn sich wahrscheinlich viele auf dieses Video gefreut haben, hoffe ich, dass ihr meine Entscheidung nachvollziehen könnt, dass ich das Video so nicht hochlade. Ich würde euch trotzdem sehr gerne meine ein, zwei... Nicht abschalten jetzt, ihr Arschlöcher! Bleibt jetzt mal dran, ja? Nur weil ich nicht in Unterwäsche auf einem öffentlichen Platz stehe und euch nicht anschreie, heißt nicht, dass ihr mich nicht ernst nehmen könnt bei dem Thema. Ich... mich auch dazu sagen. Ich sag euch ganz kurz, warum oder wie ich vegan geworden bin. Okay, tatsächlich. Du könntest den voll rocken, na. Das muss ich euch aber auch gestehen, ja. Ich habe große Anti-Vegetarismus, Anti-Veganismus-Phasen gehabt, aber da war ich 12. Ich war einer dieser kompletten... Ey, Jungs, zum Beispiel eine Sache, die ich heutzutage nicht mehr so sagen würde. Alter, mit 18, sorry, aber ich habe die Veganer-Witze des Todes gekickt. Veganer waren für mich weirde Menschen. Weil ich hatte damals zu tun mit einer Person, die dann vegan wurde. Und Alter, ich habe da Sachen gedroppt über Veganer. Da waren, also ich fand alles dran scheiße. Und mittlerweile denke ich mir so, ja, ich bin auf dem Weg, selber einer zu werden. So. Aber wirklich als ich 18, 19 war, Bruder, das war da andere Zeit damals noch. Andere Zeit. Da wurden die Veganer-Witze gespreadet. Heutzutage denke ich mir so, ja, war dumm. Vollidioten, die bei jedem Post über Veganismus geschrieben haben, darauf erstmal ein McChicken. Ich war einer von diesen Menschen 2018. Nicht 2018, was laber ich für 2018? Als ich 18 war. Ich war einer von diesen Menschen. Oh, unangenehm. Unangenehm. Aber ich bin ehrlich mit euch. Aber dafür gibt es ja Entwicklung. Und als ich dann so 15, 16 war, habe ich gesagt, ne, ich habe ja auch noch gesehen, wie viel Chemie die in Fleisch pumpen. Ich habe ein paar Dokus darüber gesehen, was in unserem Fleisch alles so drin ist, in unserem Fleisch. Oh, Raffaella würde jetzt schreien. Sie würde sagen, das ist deren Fleisch, das ist nicht dein Fleisch. Da hat sie recht. Und ich muss auch sagen, das Gespräch mit ihr war auch für mich hilfreich in einigen Punkten. Weil sie hat ein paar echt gute Ansätze, so richtig schlaue Ansätze zum Veganismus gehabt. Dann war ich so 1,5, 2 Jahre vegetarisch und bin auf Instagram eher durch Zufall über so ein Video gestolpert, was über die Milchindustrie war. Und in diesem Video wurde gezeigt, was... Aber Milchindustrie ist hart, muss man sagen. Deswegen versuche ich ja auch meine Steps zu machen. Aber ich habe schon seit Ewigkeiten keine Kuhmilch mehr gekauft. Einzige Problematik bei mir ist halt verarbeitete Produkte. Mal so ein Braino reinknallen, ist doch einfach lecker, muss man sagen. Was soll man machen, ja, da ist halt, was soll ich tun? Oder so ein Kinderpink oder, boah, ich habe letztens, als ich in Vanilla Sky war, Maxi King. Bruder, das scheppert anders. Das scheppert anders. Maxi ging, wenn bestimmte Geschmacksknospen aktiviert werden, Bruder. Wirklich mit den Tieren passiert und es war schrecklich. Es war wirklich, mein Herz, als ich das gesehen habe, ich war wirklich raus. Du kannst doch keine Milch trinken oder Joghurt essen oder so, wenn Tieren sowas passiert. Du kannst doch nicht da sitzen und es ernsthaft genießen, wenn so viel Leid... Ja gut, Joghurt gibt es auch viel in vegan. Also habe ich auch auf vegan Joghurt bei mir zu Hause. Das auf jeden Fall. Das ist easy. Problem ist dann wieder das Proteinpulver. Ah, verarbeitete Produkte, das nervt mich echt, ey. Aber ich komme noch nicht ganz weg. Blut, Digga, als ich gehört habe, wie diese Tiere schreien, um ihr Leben schreien, weil so eine Kuh vergewaltigt wird zum dritten Mal die Woche. Da dachte ich mir so, das ist echt komplett abstoßend. Ja, und da ist wirklich manchmal einfach... tot. Also so wie Raffaella immer sagt, ich wäre lieber eine Fleischkuh als eine Milchkuh, weil das Leben von einer Milchkuh ist wirklich viel schlimmer noch als von einer Fleischkuh. Die Fleischkuh wird halt abgemetzelt, die Milchkuh muss halt unnormal lange leiden, unter schrecklichen Bedingungen. Keiler, jetzt machen wir meinen scheiß Maxi King nicht wieder schlecht. Ah. Guck mal, ich sehe die ganzen Sachen ja und sehe ja so, ja, okay, es ergibt alles Sinn, dass man das nicht machen sollte, aber dann ist man in Vanilla Sky und will halt dieses Maxi King. Ah! Ah!
Dieser Zwiespalt in mir im Kopf. Dieser Zwiespalt ist ein Kampf. Zum Leben. Und da war mein Moment, wo ich gesagt habe, okay, das mache ich für die Tiere. Das war dann wirklich für mich einfach so, dass ich nichts davon unterstützen wollte. Und es geht mir wirklich richtig gut damit. Es ist wirklich, Leute, glaubt mir, wenn ihr euch das einmal so klar macht, was hinter dieser ganzen Industrie steckt, es fühlt sich so viel besser an zu essen, ohne dass irgendwas leiden muss. Wenn ich so ein richtig leckeres veganes Essen vor mir habe, bin ich so dankbar, dass niemand dafür leiden musste, dass kein Blut vergossen werden musste für mich. Ich denke mir so, hey, das muss doch nicht sein. Wirklich, ich bin gesund, meine Werte sind super, mir geht's gut. Manchmal muss ich halt mich eher informieren, wo es vegane Gerichte gibt und wo nicht. Klar, also in der Großstadt ist es viel, viel, viel einfacher als auf dem Dorf, muss man fairerweise auch sagen. Und ich würde auf dem Dorf vegan essen gehen, kein Aufwand möglich. Das ist wirklich halt das Problem. Ich war mal in Rede, da haben wir versucht, was Veganes zu bestellen. Es gab ein Gericht in irgendwie so 12 Restaurants. Ein fucking Gericht. Eins. Einfach Nudeln mit Tomatensauce. Sonst gab es keins. Okay, man hätte sich auch Pommes bestellen können, aber to be honest, Freunde, bestellte Pommes sind immer scheiße. Ich an der Stelle einfach ultra gerne ins Herz legen, wenn ihr Tiere mögt, wenn euch Tiere wichtig sind. Es sind wirklich einfach alles Tiere, Lebewesen, die alle gleich viel spüren. In dem Fall sogar Schweine sind sogar schlauer als eure fucking Hunde. Und die könnten noch mehr euer beste Freund werden. Habt ihr die Mädchen-WG gesehen? Dieses süße Ferkel da, was in meinem Arm eingeschlafen ist, als wäre ich seine Mom. Ich schwöre, diese Ferkel haben mich geliebt. Wie kannst du sowas essen? Das ist wirklich, das kannst du doch nicht machen. Kannst du doch nicht machen. Oh Mann. Ich würde so gerne, dass wirklich einfach mehr Leute vegan sind. Ich bin nicht so militant, dass ich zum Beispiel meinen Freunden vorschreibe, wie sie leben sollen. Und ich schreibe es auch euch nicht. Oder sie entlässt jetzt einfach ihren Cutter, weil er nicht vegan lebt. Alles, was ich in der Situation machen kann, ist hoffen, dass ein, zwei Leute, dass meine Freunde, dass irgendwelche Leute das sehen. Gerne die Links in meiner Bio. Mann, sorry, Freunde, sie macht mir so ein kackschlechtes Gewissen gerade wieder. Ah. Aber heute habe ich bis jetzt komplett vegan gegessen. Oder? Ja, Frühstück war vegan. Boah, danach habe ich mir was richtig Geiles gemacht. Ich habe mir einen Blumenkohlsalat gemacht. Bruder, das Ding, Blumenkohlreis. Bruder, das Ding ist geil. Blumenkohlreis, Killer. Ich habe Blumenkohlreis mit Edamame und so. Boah, ich habe das leckerste Tofu-Fleisch gefunden, was es auf dieser fucking Welt gibt. Das schmeckt so wie so. Ich gehe gerne zu so einem Asiaten hier in Aachen. Die machen das Beste. Die haben auch so ein geiles Tofu. Das schmeckt genauso. Und boah, es ist so lecker. Das habe ich gegessen? Nee, heute ist ein veganer Tag, Freunde, bis jetzt. Heute ist ein Veggie-Tag. Vegan, nicht vegan. Abchecken, bisschen was darüber angucken und dann zum Schluss kommen, hey, sie hat recht, so, ich muss keine Tiere für meinen temporären Genuss leiden lassen und ich kann Teil von... Einzige Problem, was ich heute wieder habe, ich muss noch auf ein paar Proteine kommen. Sorry, Chat, ich weiß nicht anders wie als Shakes halt so. Also man kann natürlich auch super viel Soja fressen, aber habt ihr mal 100 Gramm Sojaprotein versucht zu essen? Oder euer Magen... Der plüppt auf wie sonst was. Das sind halt irgendwie so 4 Tofu-Blöcke. Das ist schon schwierig. Da geht man halt eben dann eben wieder zum Shaken. Leuten werden die Tiere im Alltag beschützen wollen. Ist auch nur wieder eine Ausrede, weil natürlich, es gibt wieder Möglichkeiten, dies, das, aber... Ah, ich bin noch im Kampf. Ich bin noch im Kampf. Zusammen. Nächstes Video sehen wir uns wieder. Vielleicht mit einem Gast. Oh, wollt ihr einen Gast? Nüsse haben teilweise viel Protein. Ja, Luca Lea, das Problem ist, wenn ich halt 100 Gramm Protein in Nüssen esse, werde ich auch des Todes fett. Weil Nüsse sind sehr kalorienreich. Und wenn ich 100 Gramm Proteine mit Nüssen zu mir nehme, ja, sorry, Bro, also dann esse ich am Tag 5000 Kalorien, glaube ich. Ich hatte einen im Ärmel. Gibt auch veganes Proteinpulver. Ja, dann habe ich dasselbe Problem wie mit zu viel Tofu. Mein Magen ploppt auf wie sonst was. Ja, ich weiß, ich habe auch veganes Proteinpulver. Das nehme ich ja auch manchmal. Nur ich kann es nicht jeden Tag, weil wirklich mein Magen, der flockt auf. Ich kann es nur so sagen, er flockt auf. Ich habe halt des Todes den Blähbauch. Ich furze wie ein Schwein und es ist einfach unangenehm. Und man will ja auch irgendwie nicht, dass es einem unangenehm vom Essen geht. Versteht ihr? So, ich esse ja jeden Tag Tofu quasi oder halt Sojaprotein. Aber zu viel vegane Protein. Ich plopp auf. Ich try's ja wirklich. Tschüss. Ich hab euch lieb. Ich dich auch, Kyla. Ich hab dich auch lieb. War ein sehr gutes Video. Ich habe ihre Punkte voll und ganz verstanden. Sie hat frei gesprochen. Gibt ein 1+. 15 Punkte im Abi. Vielleicht habe ich eine Soja-Unverträglichkeit. Weiß ich nicht. Ein bisschen Soja am Tag ist okay. Aber zu viel. Ich plopp auf. Freunde, schaut auf jeden Fall bei der lieben Kyla vorbei. Falls ihr mehr Videos von ihr sehen wollt, ist halt eine Queen. Ansonsten abonniert gerne meinen Kanal. Liked meine Videos, abonniert mich auf Instagram oder wo auch immer. Ja, tschüss.